Wir möchten ein paar Einblicke geben, was wer da wie Franz ist oder sein kann. Ein Thema für uns ist, dass Architektur bunt sein darf und Farbe haben darf. Das ist die Deckenuntersicht vom gerade eröffneten Gymnasium in Gainfahren. Dauert länger, als ich gedacht habe, 20. 29,7 ist der Altersdurchschnitt im Büro. Alt und erfahren ist überbewertet. Jung, dynamisch, unbedarft und durchaus mit einem Schuss Naivität. Das ist eine gute Mischung für unser Büro. Das beste Beispiel ist der Vortrag. Die Idee stammt eigentlich von der Alexandra, unserer jüngsten Mitarbeiterin. Das ist die Nachwuchsakademie der Austria Wien. Ich wollte eigentlich sagen, dass die Austria deswegen erfolgreich ist, weil sie so eine tolle Akademie haben, aber am Mittwoch haben sie es leider verloren. Wenn man ehrlich ist, ist Unsicherheit ein großer Faktor in unserem Job. Deswegen gibt es den Fight Club. Wir treffen uns mit Kollegen einmal im Monat und diskutieren unsere Projekte. Es gibt eigentlich nur eine Regel, die ehrliche Meinung. Das funktioniert mittlerweile seit 5 Jahren ausgezeichnet. Ja, eigentlich, wir machen zwar viele Wettbewerbe, wie der Franz erwähnt hat, aber letztendlich geht es uns ums Bauen. Und für uns zählt eigentlich nur das fertige Projekt und dafür steht dieses Bild. Wir sind gerne auf der Baustelle und wir sind aber auch froh, wenn die Gebäude dann abgeschlossen und realisiert sind. Es ist immer bitter, Wettbewerbe zu verlieren. Ich bin nicht sicher, was schlimmer ist, kein Preis oder der zweite Platz. Wir sehen es ein bisschen wie die Profisportler. Am nächsten Tag beginnt das Training und mit voller Energie zum nächsten Wettbewerb. Keine Zeit für Trauer. Wenn es zu traurig ist, dann kann man sich helfen mit gewissen Substanzen. Aber wichtig ist uns, dass wir gemeinsam mit Freunden und Kollegen ab und zu mal ein Fest feiern und ein Bier trinken können. Das bedeutet uns wirklich sehr viel. Man gewinnt keinen Wettbewerb ohne Glück. Im Juni ist uns das Vogel zugeflogen, aber in der Realität ist es so, dass auch nach einem Tag bereits das Glück eigentlich wieder erloschen ist und der Alltag beginnt. Das ist ein Projekt in Tirol, in Hall. Ja, bei dem Projekt, bei dem Wettbewerb haben 151 Büros teilgenommen. Und manchmal sind wir faul und zeichnen Ansichten nur mit 4 Linien und gewinnen trotzdem. Ja, immer funktioniert es nicht. Unsere Katrin aus dem Büro ist eine leidenschaftliche Köchin. Sie kocht 3 bis 4 Mal in der Woche, ausnahmslos vegetarisch. Und wenn sie mal nicht da ist, schmeckt das Leberkassemmel gar nicht so schlecht. Das ist ein kleines Projekt im Waldviertel, das für die Blasmusikkapelle in Zwettl. Und wenn man für so einen Nutzer und Auftraggeber arbeitet und dann das Lagerhaus Zwettl die Fassade montiert, ist man eigentlich sehr froh, dass es eigentlich am Schluss doch ganz gut wird und zu unserer Zufriedenheit. Und in 2 Wochen ist jetzt die Eröffnung. Die Luzi, eine große Stütze von unserem Büro bei ihrer wöchentlichen Baustelleninspektion. Streng und fleißig und elegant, eine gute Mischung für jede Baubesprechung. Woran wir gerade arbeiten, ist die Männerquote. Da haben wir ein kleines Problem, derzeit 4:2. Eines unserer wichtigsten Projekte, ein Hasenstall. Wir legen sehr viel Wert darauf, dass die Nutzer am Schluss zufrieden sind. Das gelingt uns leider nicht immer, hier funktioniert es einigermaßen gut. Wir haben gerade unsere 2. Schule fertiggestellt. Das Ministerium ist immer sehr geizig in Flächen und wir versuchen zumindest großzügige Freiräume zu schaffen. Und hier ein Beispiel für eine 1600 Quadratmeter große Dachterrasse mit Smarties als Sitzgelegenheit. Ja, ich habe die Nutzer vorher angesprochen.
Das ist eine von 29 Nutzerbesprechungen beim Landesjugendheim Hollabrunn. Rechts, das ist die Frau Meier, die uns sehr, sehr, sehr genau auf die Finger schaut. Ich komme gerade wieder von einer Nutzerbesprechung und es ist nicht immer lustig, wie man an meiner Geste sieht. Was macht man, wenn man 6.000 Latten montieren muss und man sich die Montagekosten nicht leisten kann? Dann kauft man sich eine Gärungssäge, zwei Akkuschrauber und 10.000 Schrauben und schraubt es selbst hinauf. Also wir haben im Büro gemeinsam den Großteil der Latten selbst montiert. Wir nehmen Kosten bei Projekten sehr ernst und versuchen, den Kostenrahmen einzuhalten. Bei dieser Schule in Deutsch-Wagram ist es uns gelungen, den Kostenrahmen noch um 1 Million zu unterschreiten. Und trotzdem haben wir ein paar kleinere und größere Preise dafür bekommen. So spannend und interessant der Job auch ist, es gibt Wichtiges oder Wichtigeres nebenbei. Und wir versuchen da die Balance zu finden. Keine Wochenende arbeiten und keine Nachtschichten, so wenig wie möglich. Und es gelingt einigermaßen gut. Ja, Franz ist einfach, dafür steht auch der Name. Wir versuchen einfache Konzepte für Aufgabenstellungen zu finden. Das ist das Einfamilienhaus von meinem Bruder, das aus 3 containerartigen Gebäuden besteht, die durch einen Gang verbunden sind. Und dazwischen entstehen interessante Freiräume. Franz feiert Geburtstag. Ende des Jahres wird er 5 und es wird auch eine große Feier geben am 6. Dezember. Ja. Herzliche Einladung.